Ab 2021 kommt die EPA, die elektronische Patientenakte. Und wir vom Health Innovation Hub möchten gerne einmal die Frage beantworten, was bringt die EPA eigentlich uns Ärztinnen und Ärzten? Und wie funktioniert sie überhaupt? Herr M. ist ein 57-jähriger Patient mit KHK, Zustand nach einer koronaren Stent-Implantation vor 4 Jahren und einem Diabetes mellitus Typ 2 mit beginnenden Folgeerkrankungen. Seine Hausärztin Frau Dr. Fröhlich betreut Herrn M. seit vielen Jahren. Bei seinem Besuch im Vorfeld einer anstehenden Krankenhausbehandlung schlägt sie ihm die neue elektronische Patientenakte EPA vor. Herr M. möchte die EPA ausprobieren. Seine Krankenkasse stellt ihm die EPA-App bereit, die er direkt auf sein Smartphone lädt. In der EPA sammelt und verwaltet Herr M. all seine medizinischen Daten an einem Ort. Er entscheidet selbst, wer Dokumente einsehen und hochladen darf. Auch seine Krankenkasse kann Dokumente in der EPA ablegen, aber nicht einsehen. Da Herr M. bei einer ganzen Reihe verschiedener Fachärztinnen und Ärzte und auch häufiger im Krankenhaus in Behandlung ist, sind Befunde nicht immer am Behandlungsort verfügbar. Oft werden Befunde direkt an seine Hausärztin geschickt oder auch nur an einzelne Fachärzte. Manchmal bekommt Herr M. aber auch Kopien oder muss Dokumente selbst abholen und überbringen, wobei er schon das ein oder andere verlegt oder vergessen hat. Seine Hausärztin musste fehlenden Dokumenten bislang mühsam hinterher telefonieren oder behandeln, ohne diese zu kennen. Das ändert sich mit der EPA, denn ab sofort können hier alle wichtigen Daten an einem Ort gesammelt werden. Die durch Herrn M. legitimierten Ärztinnen und Ärzte können ihre Dokumente einfach hochladen und sämtliche Befunde einsehen. Nach seinem stationären Aufenthalt in der Kardiologie hat Herr M. seine Hausärztin für die EPA freigeschaltet. Sie kann nun ganz einfach und gezielt den Entlassungsbericht abrufen, den bisher immer nur der niedergelassene Kardiologe erhalten hatte. Sie kann die EPA über ihr gewohntes Praxisprogramm bedienen und überträgt den Bericht mit nur wenigen Klicks in ihr eigenes System, um dauerhaft Zugriff darauf zu haben. Durch die Nutzung der EPA haben die behandelnden Ärztinnen und Ärzte nun einen guten Überblick über die Krankengeschichte von Herrn M. Er kann Dokumente selbst einfügen oder einfügen lassen, diese lesen oder als Ganzes löschen und Zugriffsberechtigungen verwalten. Der Inhalt hochgeladener Dokumente kann nicht verändert werden. Die Ablage aller medizinischen Dokumente an einem digitalen Ort erleichtert eine zielorientierte Behandlung ohne überflüssige Aufwände für das Einholen von Vorbefunden. Regional, bundesweit. Und all das datenschutzkonform und verschlüsselt über das sichere Netz der Telematik-Infrastruktur. So hilft die EPA, die Sicherheit und Qualität der Versorgung im Alltag zu verbessern.